Hallo meine Lieben, lange ist es her, dass wir gemeinsam hier vor der Kamera gesessen haben und noch länger ist es eigentlich her, dass wir über Bücher gesprochen haben. Ja, ich habe wieder etwas gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Es könnte gut sein, dass es wieder das Lesefieber bei mir entfacht hat. Außerdem ist jetzt ja Sommer. Im Sommer bietet sich eigentlich das Lesen an, merke ich gerade. Früher habe ich ja immer gesagt, ah, Winterzeit ist so die Lesezeit, Herbst schön auf dem Sofa und jetzt ist es halt Sommer schön auf der Terrasse sitzen und lesen und jetzt waren ja auch die ersten warmen Tage, ja, die ich dann auch tatsächlich draußen genossen habe. So, okay, aber bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen können, es ist eine Dauerwerbesendung, weil wir euch jetzt Bücher oder wir reden über Bücher. Es ist ja mehr oder minder ein Bücher-Talk, den wir jetzt haben, dass wir uns über die Bücher unterhalten. Also keine richtigen Rezensionen oder so, aber es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und in der Infobox findet ihr alle Infos. So, genauso wie, denke ich mal, Zeitstempel. Ja, dann würde ich sagen, fange ich auch gleich an damit, dass ich mir ein Buch ausgeliehen hatte aus der Onleihe und zwar die Bibliothek der Hoffnung. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ein richtig dicker, dicker Buchtipp. Ich habe sogar zu Mar gesagt gehabt, wenn du jetzt das nächste Video machst, rede darüber. Und dann hat sie gesagt, willst du nicht selber darüber reden? Ja. Ich muss sagen, dass ich das von Sina also auch absolut spannend fand. Und vor allen Dingen, es basiert ja auf Tatsachen, wenn ich die Personen so hundertprozentig und so weiter wirklich gelebt haben. Aber letztendlich, die Tatsachen gibt es halt. Und das fand ich gerade sehr spannend an dem Buch. Ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen das Historische für mich wiederentdeckt. Also jetzt nicht up and away in die ganz hier irgendwie zu Ayla und in die Steinzeit, so weit geht der Fahrstuhl nicht. Aber ich glaube, dass es einfach auch hilft, Sachen zu verstehen. Aber dazu kommen wir dann bei meinem Buch noch. Das war nämlich auch für mich so eine Sache, wo ich viele Sachen bei mir auch nochmal reflektiert habe. Aber das, was Sina gelesen hat, ist ja auch noch nicht urlange Zeiten her. Und ich fand es sehr spannend. Ja, es ist, also du hast gesagt, dass es wahre Begebenheiten sind. Also hinten im Anhang merkt ihr dann, dass es sehr frei interpretiert ist. Ja, ich sagte ja, die Tatsachen stehen, aber die Personen. Ne? Ja, und überhaupt, dass es zwei Frauen waren, die jetzt hier im Buch im Mittelpunkt stehen und im wahren Leben waren es halt zwei Männer, die das aufgezogen haben und es ist halt ein sehr, ja, feministisches Buch, will ich noch nicht mal dazu sagen, aber es geht viel um Frauen und um Frauenbelange und es geht um, ja, die Veränderung, die Bücher bei einem auch wirklich bewirken können. Nur ganz kurz, also es handelt um die Zeit 1940. Ich will es nicht unbedingt direkt aussprechen, aber ihr solltet wissen, was da in England abgegangen ist. Es war halt so, dass viele Leute Schutz gesucht haben in den U-Bahn-Stationen, was ich nicht wusste. Und dass in Bethnal Green, ich weiß es nicht. Wenn ihr in London seid, ist da auch noch ein riesiges Denkmal dafür, weil da Leute bei einer Massenpanik halt umgekommen sind. Stellte sich später heraus, dass es die eigene Regierung war, die diese Massenpanik ausgelöst hat. Aber ja, jedenfalls in dieser Station, es waren halt nicht mehr genug Arbeitskräfte und Material da, um halt diese U-Bahn-Station auszubauen. Also haben Menschen da drin gelebt, die kein anderes Zuhause mehr hatten für die Zeit. Und in diesem Ort hat sich etwas aufgetan, nämlich eine kleine Bibliothek. Und es geht um die Liebe zu Büchern. Es geht darum, wie wichtig es ist, Kindern das Lesen beizubringen, wie sehr es Frieden geben kann, wenigstens diese kleine Bastion Lesen für sich zu haben in stressigen Zeiten. Es geht um Gedankengänge, die in Büchern sind. So möchte zum Beispiel die eine, dass ihre Mutter sich von dem gewalttätigen Ehemann trennt. Und ja, sie sagt zu der Bibliothekarin, gibt es da nicht ein Buch, wo es genau darum geht? Und sie kauft dann auch so ein Buch ein. Ich glaube, es war von Anne Brontë, die Herrin von Lady Windermere's Fächer. Ich komme nicht drauf, ich weiß nicht. Ich habe es tatsächlich auch vergessen nachzuschlagen. Aber das Buch kauft sie dann halt auch ein. Es geht um Bücher, die halt, ne,
nicht so gerne gesehen werden, dass sie auch in Bibliotheken gelesen werden. Und steht die große Frage, sollten Bibliotheken nur der Oberschicht zustehen, Leute, die eh einen Bezug zu Bildung und Büchern haben? Oder was ist mit der Arbeiterschicht? Wie leicht sollte da es sein, in die Bücherei zu gehen? Die Schwellenangst halt einfach zu nehmen. Um welche Art von Büchern sollte es in Büchereien geben? Und inwieweit wir Frauen immer letztendlich ja von oben zu spüren bekommen haben, dass das, was wir lesen, wer wir sind und was uns interessiert, dass das alles immer nur Schund ist. Und es ist ein hartes Buch, das sage ich euch gleich. Also es ist kein Buch, das fröhlich macht. Es ist ein Buch, wo es wirklich um die harten... Ja, es ist ziemlich hart. Also ihr habt da mit Szenen zu tun, wo ich auch zwischendurch gedacht habe, sag mal, Sina, warum tust du dir das hier eigentlich an? Weil es schon die ganzen Ausmaße, die Sinnlosigkeit, die Sinnlosigkeit vielleicht sogar vom gesamten Leben, halt euch in voller Breitbande halt entgegenschmettert. Und dahinter steht aber dieser Gedanke, dass wir füreinander da sein sollten und dass Gedankengänge, Bücher, Leute, die es vorleben, uns ermutigen können, über uns selbst auch hinauszuwachsen. Und es ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig gutes Buch. Also es war auch wirklich genau das Richtige. Ich habe jetzt über ein Jahr immer mal wieder zu Büchern gegriffen und habe gedacht, okay, fang mal wieder an, les mal rein, man hat es ja immer mitgekriegt und nie hat es geklappt. Aber jedes Mal, wenn ich in die Online gegangen bin, hatte dieses Buch mal, sagt ja mal, wie so ein Glorienschein um sich herum und ich habe nur gedacht, ja, irgendwie, aber dann habe ich gedacht, ah, die Zeit und willst du dich damit belasten und so weiter. Und dann jetzt irgendwann über Ostern habe ich gesagt, okay, irgendwie... Irgendwas hat dieses Buch für mich. Irgendeine Message muss da ja für mich drin sein, wenn ich mich so angezogen fühle zu diesem Buch. Und ich glaube, es war genau das richtige Buch, was ich lesen sollte. Also wenn ihr in einer Leseflaute seid, mir hat es geholfen. Also mir hat es vor allen Dingen wieder die gesamte Wertschätzung für Bücher. Dieses, auch dass Bücher einem etwas geben können, was man nicht über Filme bekommt, über... Ja, nichts anderes. Es ist einmal diese Stille, diese Zeit für sich selber und das andere sind die Gedankengänge. Etwas nachzuvollziehen, sich vielleicht auch dabei ertappt zu fühlen, dass man selber so denkt und dadurch natürlich noch mehr Kraft aus diesen Figuren zieht. Die Dinge für einen auch erstmal fiktiv durchziehen und man sich dann halt ein bisschen... Ja, auch sein eigenes Leben vielleicht mal hinterfragt, ob man es nicht anders machen könnte. Nicht, dass das jetzt unbedingt bei mir so der Fall gewesen wäre bei diesem Buch, aber mir hat es einfach nur die Wertschätzung für Bücher wiedergegeben. Also da muss ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, Büchereien sind wichtig. Und ich lese mittlerweile auch ganz gerne über die Online, aber... Ganz klar, ich fahre zur Bücherei, ich hole Bücher. Das tue ich alleine schon aus dem Grund, weil sehr schöne Bücher da stehen. Zum anderen aber auch, um die Büchereien zu unterstützen. Die haben, unsere Bücherei zumindest, und ich denke, die anderen werden ähnlich sein, die haben also auch so einen Zähler, wie viele Leute reinkommen. Es wird auch natürlich Statistik geführt, wie viele Bücher werden ausgeliehen, wo ist der Schwerpunkt. Also wenn ihr meint, eure Bücherei hat zum Beispiel zum Thema Kochen zu wenig, dann leiht euch doch mal ein paar Kochbücher aus, weil das ist das beste Argument dafür, auch neue Kochbücher wieder einzukaufen. Und es ist ja... Kochbücher werden tatsächlich noch sehr groß entliehen. Ne? Also unsere Bücherei ist zumindest sehr erschrocken darüber, wie viele Leute in Zeiten vom Internet tatsächlich noch zu Kochbüchern greifen. Ja, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wenn ihr so eine Kleinstadt genommen habt, da gab es dann teilweise noch in den Randbezirken noch so kleine Büchereien, die vielleicht nur einmal in der Woche auf hatten, aber die sind alle weg. Ja. Alle weg. Alle Zweigstellen. Alle weg. Zweigstellen. Ausradiert. Weg. Bei uns gab es sogar in zwei Schulen, die eine sehr groß sogar, die Bücherei, die andere gehört direkt zur Schule, die eine ist auch weg. Die in der anderen Schule. Und ja, jetzt haben wir nur noch eine Bücherei. Und ich glaube, es ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe es als Kind und als Jugendliche super geliebt. Ich bin immer in die Bücherei gegangen. Ich habe mir immer meine Bücher geholt.
Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte ohne Bücherei. Ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo es noch nicht so viel im Fernsehen gab. Und es gab kein Smartphone. Und da musste man halt gucken, wo man und wie man sich vergnügte. Und ich habe halt gern gelesen und die Bücherei war meine Rettung. Und ich finde, es ist auch ein toller Ort, auch einfach, um sich da mal hinzusetzen. Vielleicht eine Zeitung zu lesen, Kaffee zu trinken. Die meisten Büchereien bieten sowas jetzt ja auch an. Das ging eine ganze Zeit nicht. Also als die Wii angeschlossen haben. Und immer Remi Demi ja. war. Das war mir tatsächlich zu laut in der Bücherei. Aber so, man kommt rein, automatisch dämpft man die Stimme, automatisch wird alles leiser, die Gespräche drehen sich um Bücher, was man vielleicht lesen könnte oder haben Sie das vielleicht schon gesehen? Ja, und ich glaube, man sollte die Büchereien auf alle Fälle unterstützen und nicht nur die Onleihe halt stark machen. Ich tendiere ja auch dazu, mir Bücher da zu leihen. Es geht auch um die entliehenen Medien, damit die Bücherei nicht schließen, damit sie nicht den Grund haben zu sagen, ach na ja, ist so rückläufig und ach, für die paar Leute, da lohnt sich dieser ja. ganze Aufwand nicht. Also wenn ihr was für eure Stadt tun wollt und für eure Jugendlichen oder auch für euch, dann geht in die Bücherei und leiht euch mal ein paar Bücher aus. Das war ja auch ein ganz zentraler Punkt in dem Abspann von dem Buch, wo dann ja auch nochmal erzählt wurde, die wahre Geschichte, die sie zu diesem Buch inspiriert hat. Also es ist vom wahren Begebenheiten wirklich nur inspiriert, aber es ging auch da darum, dass diese Bibliothek halt, die während der dunkelsten Zeiten da war, dicht gemacht werden sollte, als wir dann diese komische Krankheit hatten, die um die Welt ging. Ihr erinnert euch ganz zaghaft, wenn ihr ein paar Jahre zurückdenkt. Wir müssen ja immer so aufpassen, dass die richtigen Worte hier fallen oder nicht fallen. So doof das auch sein mag. Ja, so doof es auch sein mag, aber es sind ja auch, naja, egal, anderes Thema. Es verändert sich ja gerade sehr, sehr viel in der Welt. Ich habe voller Neugier jetzt gesehen, dass Barnes & Nobles immer mehr aufmacht, dass die ja erstmal in vielen Jahren jetzt die Läden geschlossen genau. haben oder verkleinert haben. Genau, und jetzt expandieren die wieder. Natürlich liegt das an dem ganzen TikTok-Hype und ich bin kein Fan von TikTok. Wirklich nicht, also wirklich nicht. Ich bin eher gesagt Gegner, kann man das so sagen. Nicht, dass ich es nicht mag, Content dafür zu produzieren, das ist noch was ganz anderes, aber ist wirklich zu nutzen. Nein, das ist nicht meins, aber es gibt sehr viel, es verändert sich sehr viel. Die Streamingdienste werden immer unverschämter und früher haben die Leute gesagt, ey, ich hole mir einen Streamingdienst und dann habe ich ja alles. Aber geht es euch auch so? Ich hatte mich jetzt hier auch wieder in das Medium Film verliebt, aber ich habe gemerkt, ich tendiere dazu, nur die Sachen zu sehen, die ich eh schon kenne. Und dann habe ich immer wieder mich geärgert, weil das, was ich gerade sehen wollte, war nicht mehr auffindbar oder war überhaupt, entweder überhaupt nicht auf den Streamingdiensten oder gerade nicht bei dem Streamingdienst, den ich hatte. Und früher war das alles so einfach. Ihr hattet Netflix und alle Welt war da. Und wir gehen da ja auch jetzt mittlerweile zu den Medien, die man wieder in der Hand halten kann. Hat natürlich, meiner Meinung nach, braucht man ja keiner was vormachen, dass es nur darum geht, dass Leute gerne im Buch lesen. Es geht auch ganz klar um die Fotografierbarkeit in unserer heutigen Zeit von den Medien. Und es geht meiner Meinung nach auch komplett darum, dass jetzt auch im Buchläden wieder viel vermehrt geshoppt wird, dass es bessere TikTok-Videos abgeht. Ich sehe das relativ nüchtern, dass das jetzt nicht so ist wie, hey, wir lieben die Läden. Und ich habe auch innerhalb dieser ganzen Debatte sehe ich halt auch, dass es ein Unterschied ist, ob ihr ein Bücherei-Wesen seid, die dazu einen Hang haben oder Leute, die gerne kaufen. Dass Leihen und Kaufen halt auch in starker Konkurrenz steht und die Leute vielleicht aber auch was ganz andere Bedürfnisse haben, weil die Leihbüchereien, ich bin ja auch mehr so diejenige, die es mag, auch wenn man es gerade an dem Hintergrund nicht sieht, aber wenn ich in eine Bücherei gehe, mag ich so dieses Alte. Nicht, dass da alte Bücher rumstehen sollen, sondern ich mag diesen alten Charme. Ich kann mit neuen Buchläden überhaupt nichts anfangen und ich finde auch bei Barnes & Noble, weil die jetzt hier alles umstrukturieren, diese mega hellen Läden,
Nicht so toll. Die Cover werden jetzt alle so rausgestellt. Aber was gut ist bei Barnes & Noble zum Beispiel wieder, ist, dass sie Eigentümer, was heißt Eigentümer, aber sie sind stellenweise geführt. Das heißt, früher war, oder ich, hier wird es wahrscheinlich immer noch so sein, ich kenne viele Buchhändler, die genau über das Problem geklagt haben. Wir kriegen vorgeschrieben, wie die Tische auszusehen haben. Wir kriegen vorgeschrieben, welche Bücher. Die eine hat mal gesagt, jetzt habe ich hier für Kinder, die nicht lesen können, mein erstes Smartphone-Bücher. Die hätte ich im Leben nicht eingekauft. Im Leben nicht. Die hat sich riesig darüber aufgeregt, dass sie nicht nur diese Bücher im Laden hatten, sondern dass sie sie auch noch dick platzieren mussten. Und das hat jetzt Barnes & Nobles weggenommen. Die Leute können wieder auf den lokalen Buchmarkt halt zugreifen. Was wollen die Leute hier vor Ort? Es wird auch wieder interessant, in die Buchläden zu gehen, weil jeder ein anderes Sortiment hat und man nicht denkt, völlige... Ihr kennt sicherlich nicht den Film The World's End, aber da geht es ja um die Verstarbackung der Welt, dass alles gleichförmig und gleich ist. Und genau damit macht jetzt Barnes & Noble Schluss und sie bekommen wieder Zulauf von Leuten. Sie setzen jetzt auch wieder mehr auf Beratung. Das heißt, es sind jetzt wieder Buchhändler, die eingestellt werden. Es war jetzt ja betrübliche viele Jahre so, dass vielleicht ein Buchhändler im Buchladen war, wenn das ja eine große Filiale war. Und das andere waren halt Aushilfen. Aushilfen. Die nichts aber mit Büchern zu tun hatten. Es war einfach nur, ihr seid hier in einem reinen Verkäuferjob, ob ihr jetzt Olivenöl verkauft, Kerzen. Und vor allen Dingen, die Buchläden hatten sich ja auch mehr und minder immer mehr in Geschenkeläden verwandelt. Und auch da hat er gesagt, so jetzt stoppt der neue CEO von Barnes & Noble. Wir strukturieren um und es funktioniert. Die Leute wollen wieder richtige Buchläden. Ja, und ich finde das auch sehr gut. Ich meine, Malsina ist natürlich der Büchereityp. Ich habe das auch sehr früh bei ihr angelegt. Ich habe es ja schon mal gesagt, immer wenn wir umgezogen sind, einer der ersten Gänge war zu der Stadtbücherei hin, Ausweis. Und Sina kennt das von, ich kann noch selber noch nicht laufen, aber da war sie schon mit in der Bücherei. Sie durfte sich dann immer Bilderbücher aussuchen, und Stapel und dann haben wir die zu Hause gelesen und dann wurden die wieder weggebracht und sie durfte dann in der Kinderabteilung, eben bei den Bilderbüchern durfte sie sich das zusammensuchen und umso älter sie wurde, durfte sie dann eben auch in den anderen Bereichen. Obwohl ich es sehr genossen habe, dass meine Eltern nicht diejenigen waren, die gesagt haben, hey, zeig mal, was hast du denn da? Sondern ich konnte lesen, was immer ich wollte. Ich habe... Ich glaube, mit 14, 15 wesentlich schwierigere Bücher und ernstere Bücher gelesen als später. Aber da habe ich mir dann halt schon diese ganzen Sachen wie Sartre und Böll und so weiter weggezogen oder auch Hesse. Das waren so Sachen, die habe ich in dieser Zeit gelesen. Und da war keiner, der hat gesagt, du bist noch zu jung oder was machst du hier in der Erwachsenenabteilung? Ja, das fand ich einfach toll und... ich habe es von Bekannten gehört, der Mann geht also immer regelmäßig in die Bücherei, der nimmt so eine große Reisetasche mit, die packt er voll mit Büchern für die Kinder und dann können die zu Hause da gucken, was Papa mitgebracht hat. Ich habe sie halt immer mitgenommen und ich habe es immer sehr genossen, mit ihr da zu sein. Ich habe halt meinen Kram gesucht und sie hat ihren Kram gesucht. Und das Ganze, und weil Sina es ja eben auch sagte, ihr bekommt, wenn die Bücherei auch größer ist, bekommt ihr da ja auch Zeitschriften. Ihr bekommt Spiele ausgeliehen, also Gesellschaftsspiele. Ihr bekommt auch für die PlayStation Spiele ausgeliehen. Ihr kriegt dort auch DVDs, die man sich ausleihen kann und die sind ziemlich aktuell, Oppenheimer zum Beispiel, habe ich gesehen, haben sie auch bei uns als DVD. Von daher, es ist wirklich ein guter Service und man kann damit halt auch ein bisschen gegensteuern. Zeitschriften kriegt ihr. Obwohl ich euch ja gesagt habe, in Skandinavien geht der Trend jetzt dazu, dass die Büchereien nicht mehr sind als eine Begegnungsstätte. Die Bücherregale verschwinden. Stattdessen kriegt ihr einfach nur noch da den Zugang zur Onleihe und ansonsten sind es Begegnungsstätten. Dadurch, dass wir sehen, dass es jetzt in Amerika so gut funktioniert, dass Barnes & Noble gesagt hat, die Leute wollen wieder richtige Buchläden und keine Geschenkeläden, die unpersönlich sind ohne Ende, verändert sich jetzt alles. Und ich denke auch, dass da jetzt wieder hoffentlich nicht nach skandinavischem Vorbild, von wegen wir haben keine Buchregale mehr, wir haben nur noch so etwas wie eine Onleihe, dass sich das verändert, weil wir kommen gleich noch dazu, dass ich mir hier ein Buch mitgenommen habe,
was einfach eine so wahnsinnig schöne Aufmachung hat. Ja, das kann ich von meinem auch sagen. Das ist, ja, gelockt hat, wie eine Sirene nach mir gerufen hat und gesagt hat, es wäre doch echt schade, weil nach dem Buch wollte ich eigentlich erstmal wieder nicht mehr lesen. Und dann habe ich dieses andere Buch gesehen und ich habe gedacht, es ist echt eine Schande, wenn du es nicht liest. Und ja, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich werde euch auch noch in einem extra Video, hier ist es ja mehr jetzt ein ganz normales Gespräch, werde ich euch zu die Bibliothek der Hoffnung, ich denke auch mal, dass das diese Woche toi 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 noch hochgehen wird, dass da halt nochmal eine Kurz-Bio, wo es dann, Bio-Rezension, wo es dann wirklich um das Buch geht, wo ich euch sage, worum es wirklich geht und so weiter. Aber das ist hier mehr oder minder ein Gespräch, vor allen Dingen auch, was man fernab davon mitgenommen hat. Ich kann euch nur sagen zu dem Buch, die Bibliothek der Hoffnung, es ist ein Buch über die Wichtigkeit von Büchern und ich habe viel reflektiert und nach einem Jahr, und ich brauchte diese Pause auch wirklich, ich musste mich einmal von allem lösen, ich musste meine ganzen toxischen Verhaltensweisen auch bezüglich des Lesens echt überarbeiten und mal drauf gucken und denken, okay, ich habe ja auch all meine Bücher weggegeben, ich habe tatsächlich keinen Sub mehr, ich bin bei Null Sub, und diese Befreiung, wirklich alles weggegeben zu haben und zu sagen, okay, ich baue mich jetzt als Leser vielleicht sogar ein bisschen anders auf, als ich mich vorher wahrgenommen habe, weil ich jetzt eine andere Person geworden bin. Ich habe mich letztes Jahr sehr intensiv mit mir beschäftigt und halt versucht auch wirklich zu sehen, okay, was sind die toxischen Verhaltensweisen, und beim Lesen habe ich unheimlich viele toxische Verhaltensweisen gesehen, die ich hatte, und ja, es kann sein, dass ich vielleicht das nächste Buch in einem halben Jahr gelesen habe. Vielleicht bin ich auch wieder wirklich drin. Gestern zum Beispiel habe ich 100 Seiten gelesen und es hat mir sehr gut getan. Und ich will auch wieder zurück zu dem Buch. Also denke ich, dass ich das auf jeden Fall noch weiterlesen werde. Aber dazu kommen wir ja noch später. Es also, ist ja auch so, wir machen das Ganze jetzt ja schon seit, ich weiß nicht, 10, über 12 Jahre. Ja, um den Dreh. Und angefangen hat es ja alles eigentlich damit, dass ich einfach gucken wollte, ob ich das kann. Ich konnte es nicht. Genau, Sina wollte es nämlich machen und ich habe es dann getan und dann sind wir dabei kleben geblieben. Und mir war es ja immer auch sehr, sehr wichtig, das wisst ihr, dass Kinder ans Lesen kommen. Ich halte das immer noch für wichtig, weil es gibt einem Menschen einen gewissen Rückzugsort. Wenn wirklich mal, ja, wenn man sich nicht so gut fühlt oder so. Und ich glaube, wer einmal Leser ist, wird auch früher oder später immer wieder zum Buch greifen. Es gab auch Zeiten, da habe ich nicht gelesen, ja. So meine wilde Disco-Zeit. Also ich glaube, da habe ich nicht viel gelesen, außer vielleicht mal ein Buch in der Woche oder so. Aber man kommt doch wieder dahin. Habt und ihr einmal diesen Bezug zu Büchern? Ja, verliert man ihn nicht in der Regel. Glaube auch. Ich denke, dass sie sehr, sehr viel toxisch ist, was auch man sich selber innerhalb dieser Community, ich sage jetzt nicht, dass die Community toxisch ist, ich sage das Verhalten, wo man reinschlittert. Ich habe hier viele gesehen, die in diesen 12 Jahren aufgehört haben, die einfach ausgebrannt sind an der schieren Flut, an den Lesemonaten, an den Videos, die produziert werden sollten und die vielleicht auch einfach keine Lust mehr gehabt haben, aber zum Standard dazugehört haben. Dieses Lesen, was mehr Klickzahlen bringt, da sind wir ja allesamt nicht immun gegen, zu gucken, okay, wie schneidet das jetzt ab bei Instagram? Ganz egal, ob Instagram vielleicht euer Bild anzeigt oder nicht, das hat sich ja auch alles in den Jahren verändert, aber dieses für Publikum lesen, dieses ja auch mithalten wollen und so weiter, das sind alles Punkte, wo ich mich jetzt tatsächlich reflektieren musste und musste sagen, okay, irgendwo ist auf dem Weg der Spaß am Lesen verloren gegangen und ja, vielleicht kriege ich ihn zurück. Ja, es ist ja auch so, man ist dann auf irgendwas gebucht. Ich weiß, ja, dass ich einen Schwerpunkt habe bei Fantasy, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Dabei aber ist die momentan. Ja, eher auf der historischen Seite. Nein. Was denn? Wir hatten die Diskussion, dass du im Moment gerne Frauenbücher liest. Ja, das kommt auch noch dazu. Eine Sache, die ich
eine Zeit lang gar nicht mehr gerne gemacht habe. Ich habe es ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir dann, und dann wollte ich gar nicht mehr dabei und hatte auch so ein bisschen den verächtlichen Blick darauf, gebe ich ja zu. Mittlerweile genieße ich es einfach, mir mal eine Auszeit zu holen. Fantasy wird immer irgendwo dazugehören, aber letztendlich aus meiner Jugendzeit, das war meistens Fantasy und historisch, ist ja so ein Pärchen, was eigentlich auch gut zusammenpasst. Wir werden sehen, ich werde mich da nicht limitieren. Ich musste das ja für mich auch überdenken. Es war ja auch, dass ich auch satt war, also übersättigt, vollkommen voll. Und das hat sich jetzt gelegt. Ich habe ja auch sehr viel langsamer gemacht mit dem Lesen. Ich habe jetzt auch wieder gesagt, okay, du hast doch noch andere Hobbys nebenbei. Du musst das aufmachen. Genau, und die müssen gepflegt werden. Man ist nicht nur eine einseitige Person oder... Ja, na, es kommt einem schnell so vor, als wenn es nur das eine gäbe, aber es gibt so viel anderes. Und vor allen Dingen, man ist dann natürlich irgendwann auch deprimiert, wenn man, ja, ich weiß nicht, es gibt halt Bücher, der Young Adult Markt, ihr wisst es selber, ist heiß umkämpft und ich habe da auch nicht immer Lust zu. Ich habe ja auch irgendwann jetzt ein Buch aus der Bücherei rausgeholt, habe angefangen zu lesen auf der ersten Seite, drei Wörter, die ich nicht kannte. Ich musste Sina fragen, sag mal, was soll denn das heißen? Ich hätte natürlich bei Google auch gucken können. Sie sagt, weiß ich doch auch nicht mehr. Doch, das, ich wusste alle. Das eine alle. Wusstest, ach ja, klar. Wusste also, alle. Ja, ja. Ich bin Quisser, ich wusste alles. Genau, aber sie hat dann auch gleich gesagt, ich bin da raus. Ja, ja. Bin ich auch, weil ich es auch, es ist einfach nicht mehr meine Sprache und... Aber ich muss sagen, ich habe gerade ein, wir kommen ja gleich noch dazu, immer dieses, wir kommen ja gleich noch dazu. Wir kommen überhaupt gar nicht zu dem, zu mal kommen wollte. Ich habe gerade einen Young Adult am Start, Ma hat einen Young Adult am Start. Es ist nun mal im Moment das zugfähigste Tierchen im Buchladen, sagen wir es mal so. Es ist, es verkauft sich wie geschnitten Brot und natürlich kommt man auch nicht drum herum, aber weil die Bücher natürlich auch solche Schmuckstücke sind, wir kommen ja gleich noch zu meinem Schmuckstück. Aber ja, ich will, aber es gibt ja auch Sachen, wo ich jetzt einfach sage, okay, das ist mir zu modern geschrieben, so modern bin ich nicht und das ist mir auch zu flapsig von der Sprache. Ich habe jetzt ein Buch letzte Woche aufgeschlagen, das war irgendwas mit Wein. Keine Ahnung, irgendwie ein Chateau, Wein, was auch immer. Ich lese die ersten zwei Seiten und ich weiß einfach, wir werden nie zusammenkommen, weil die Sprache und wie die Hauptperson sich präsentiert auf den ersten zwei Seiten mir schon so gegen den Strich gegangen ist. Und das ist das Schöne. Ich muss es ja nicht weiterlesen. Ich habe kein Geld dafür ausgegeben, außer dass ich ein Abo bei der Bücherei habe. Und dann war es tschuck. Muss ich nicht lesen. Wir gehören nicht zusammen. Und das sind einfach auch Freiheiten, die ich genieße jetzt, wo ich keinen Sub mehr habe, wo ich jetzt sage, okay, ich leihe mir das, ich, ja, und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann anfangen, mir die Bücher, die mir wirklich was bedeutet haben, die dann irgendwann im Regal stehen haben zu wollen. Aber ich genieße gerade wirklich, frei zu sein und frei von jeglichen Zwängen, ob ich jetzt was lese oder ob ich beim Heimjahr wieder rangehe oder weil ich es mir da nochmal ausleihe. Dass ich so frei bin, genieße ich gerade wirklich. Und das Einzige, worauf ich wirklich Wert lege, ich werde euch zwischendurch immer Kinderbücher vorstellen. Ich werde wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht genau, diese kürzlich gelesenen Bücher beibehalten. Dann werde ich das aber auch wirklich splitten, dass ich sage, okay, das sind Kinderbücher, das sind... Also das sind jetzt wirklich Kinderbücher. Also Vorlesebücher, Bilderbücher, sagen wir mal so bis 12, 13 maximal. Das werde ich dann nochmal teilen, weil, gut... Manche Leute stehen drauf, manche nicht, aber es gibt ja solche Sachen wie Harry Potter, es war auch ein Kinderbuch und Erwachsene haben es gelesen. Tintenherz, Kinderbuch, Erwachsene haben es gelesen. Okay, das würde ich trotzdem eher in den, wahrscheinlich in den Erwachsenenbereich ziehen. Genau, aber es gibt so Sachen, wo man, sag mal, wir kommen ja auch gleich noch zu den Wasserschweinen und Gut, egal, dann fangen wir aber, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter im Programm. Ich habe mir das Programm hier aufgeschrieben, das haben wir gestern auf der Terrasse ausgearbeitet, das Programm. Und bei dir war es, dass du das Buch gelesen hast. Wunder gibt es immer wieder. Ja, ich hoffe doch, dass es was gibt, wenn ihr auch noch auf ein Wunder hofft. Egal. Das Buch habe ich gelesen. Ich fand das total toll. Angelockt hat es mich mit einem Satz. Es ging nämlich darum, dass es um die Kostüme von den Sissi-Filmen ging. Und die Protagonistin, ach, ich weiß schon nicht mehr, wie das heißt, hat jedenfalls... den Plan, den großen Wunsch, sie möchte Kostümbildnerin werden.
Es ist, wenn es um die Kostüme geht, also es spielt halt auch in der Zeit. Es ist Ende, Mitte, Ende der 50er Jahre. Ja, und ihr Vater ist vehement dagegen. Er hat es halt strikt verboten. Sie musste halt eine Ausbildung machen zur Sekretärin. Sowas habe ich selber erlebt in meinem eigenen Leib und damit konnte ich mitfühlen. Und nicht, dass du Sekretärin geworden bist. Nicht Sekretärin, aber ich habe ja auch einen Beruf ergriffen, den ich eigentlich überhaupt nicht haben wollte. Aber meine Eltern haben da auch ein bisschen die Schraube angedreht, also konnte ich mich da gut reinversetzen. Es ist halt die Zeit nach der großen Misere des letzten Jahrhunderts. Man war im Wirtschaftswunder. Es fing an mit dem Rundfunk, das ist auch ein großes Thema, mit dem NDR und WDR. Und ihr Vater ist halt Journalist. Er war in Gefangenschaft. Er ist nach Hause gekommen. Ihre Mutter war sehr stark. Sie hat alles gemanagt. Sie hat alles gemacht. Kaum ist der Vater wieder da, fällt sie in dieses Rollenmuster wieder zurück, das brave Frauchen zu sein. Von ihr gibt es da also auch keine große Schützenhilfe. Sie kümmert sich halt jetzt um das, wofür sie angeblich ja so prädestiniert ist. Und ja, aber sie hat einen eisernen Willen, sie will unbedingt. Dann verliebt sie sich auch noch in den falschen Mann, aber das kommt alles später. Was ich ganz spannend fand, ihr habt bestimmt die Sissi-Filme auch gesehen. Und da gibt es ja Possenhofen, wo Sissi ja aufgewachsen ist. Und ich habe immer gedacht, das ist Possenhofen, was du da siehst. Dieser Anfang, wo sie ja ihren Franz Josef noch gar nicht kennengelernt hat mit dieser Vogelvoliere und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht Possenhofen. Und ich hätte Stein und Bein darauf geschworen. Es ist ein Jagdschlösschen in Fuchel, heißt, glaube ich, der, also Fuschel oder Fuchel heißt der Ort. Es ist ein kleines Jagdschlösschen, ist jetzt ein Fünf-Sterne-Restaurant-Hotel. Und da hat man diese ganzen Aufnahmen draußen halt gedreht und wurde auch beschrieben, wie die Vogelvoliere da aufgestellt wurde. Und sie bekommt halt Einblicke in oder kommt in dieses Zimmer, wo die ganzen Kostüme hängen und ja, und sie ist hin und weg. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel gezeigt, auch über das Rollenbild der Frau zu der damaligen Zeit. Man vergisst das immer sehr schnell. Aber in den 60er Jahren war es noch so, dass eine Frau die Einwilligung von ihrem Ehemann brauchte, um ein Bankkonto zu eröffnen. Oder wenn sie einen Job annehmen wollte, musste ihr Ehemann das schriftlich absegnen, dass sie das konnte. Heute undenkbar. Aber ihr wart auch noch, ich weiß, dass du dich darüber ja auch unterhalten hattest, dass man noch mit 21 erst volljährig wurde. Es war ja erst 1975, wenn mein Quizzerwissen stimmt, dass dann über Nacht man nicht mehr mit 21 halt volljährig wurde, sondern ab 18. Es ging natürlich um Wählerschaft und so weiter. Klar, klar, klar. Es ist immer so, wenn das Wahlalter runtergesenkt wird, soll eine ganz bestimmte Wählerschaft halt auch angesprochen werden. Ja, wir sehen Europawahl. Aber egal. Naja. Gut, okay. Nur nebenbei. Aber das ist immer ganz interessant. Es gibt ja auch immer mal wieder Parallelen zum Zeitgeschehen. Aber ich fand es ich habe auch so das Bild von meinen Eltern so vor den Augen, aber die sind ja auch schon so unglaublich lange tot. Wer hatte da eigentlich das Sagen? Wer hat eigentlich was gemacht? Ich weiß, dass mein Vater also im Haushalt nichts gemacht hat. Gar nichts. 0, nichts. Der war zuständig für den Garten. Und wenn es mal sein musste, dass er tapezieren sollte oder streichen, das war immer eine ganz schlechte Zeit. Mein Vater hatte da wirklich zwei linke Hände. Aber alles andere hat eigentlich meine Mutter abgerollt. Aber letztendlich, wenn es um die Wurst ging, hatte er eigentlich das Sagen. Vielleicht hat meine Mutter ihn ein wenig drangsaliert, dass sein Sagen ihr Sagen wurde. Aber im Grunde genommen war es halt noch so, der Mann war wirklich der Herr im Haus. Und ich bin sehr froh, dass sich das ein bisschen geändert hat. Ich sage nicht, dass da nur Gutes dabei war. Nur Ungutes, meinst du? Ja, genau, nur Ungutes. Es waren auch doch ich habe gerade auch halt überlegt, diese Frauen, die halt zu Hause alle stemmen mussten. Der Mann kam wieder. Für wie viele Frauen war es auch einfach eine Erleichterung, jetzt nicht mehr so stark und hart und so sein zu müssen. Das ist ja auch etwas, was mir... Man gibt ja auch Verantwortung in dem Moment ab. ...völlig auf die Nerven geht, dass jede starke Frau halt Männer durch 10 Wände kloppen muss mittlerweile in den Filmen. Und dass halt es gar nicht mehr
Ja gut, wir wissen alle, dass es jetzt diesen Trend von den Trade-Wipes ja auch gibt und so weiter. Aber dass alles so seine Vor- und Nachteile hat und dass es auf die jeweilige Frau ankommt, womit sie sich am wohlsten fühlt. Das sollte für alle alles offen stehen, aber es sollte dann halt auch wirklich nicht nur eine Seite propagandiert werden. Ich meine, man darf eins nicht vergessen, ein Großteil dieses ganzen Wiederaufbaus haben halt die Frauen geleistet. Nicht umsonst gab es ja auch die Trümmerfrauen. Davon wird wesentlich weniger gesprochen, die ja wirklich alles getan haben, um wieder ein Heim für ihre Kinder und so weiter zu schaffen. Und das waren natürlich auch Zeiten, die haben geprägt und die saßen irgendwo ganz tief. Ich bin halt noch mit vielen von diesen Sachen aufgewachsen. Gut oder ungut, das kann ich vielleicht auch nicht ganz neutral beurteilen. Aber ich fand diese Reise in die Vergangenheit sehr schön, sehr interessant. Eben auch dieser Wunsch von diesen Mädchen, die sich da auch durchsetzt. Die versucht, sich auch gegen ihren Vater durchzusetzen. Und den Vater, auf den habe ich so einen richtigen Rochus gekriegt. Also ich habe immer gedacht, warum bleibt diese tolle Frau bei diesem Blödmann? Aber letztendlich konnte er wahrscheinlich auch nicht aus seiner Haut. Er hat ja auch versucht, für seine Familie das Bestmögliche rauszuhauen. Dass er dabei selber nur seine Karriere irgendwo im Blick hatte und seine Familie vielleicht ein bisschen weniger die Bedürfnisse noch gesehen hat. Gut, passiert halt. Aber ich fand es einfach sehr interessant, dieser Ausflug in die 50er, 60er, die ich ja auch so nicht erlebt habe. Dass die Wirkungen davon, die habe ich erlebt, bewusst zu spüren gekriegt. Meine Schwestern, sie könnten da vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, aber es ist schon ganz interessant. Und es ist gut geschrieben, es spielt in Bonn und Köln. Und ich bin tatsächlich wieder auf das Hotel Dresden gestoßen. Ich hatte ja eine Doku geguckt über Hotels und da gibt's war auch dieses das Hotel Dresden auch. Ist das das bei Bonn? Mhm. Dann gibt es dazu, glaube ich, einen ganzen Roman und auch, glaube ich, eine ARD-Filmserie, ARD-ZDF, irgendwie so über das Hotel Dresden. Ich glaube, die kam ja, da irgendwas gesehen was zu ich da sehr interessant damals fand, also das heißt damals vor ein paar Monaten, wo ich das halt gesehen habe, war ja auch, dass dann dieser Umzug von Bonn nach Berlin, wieder diese ganzen Regierungsleute, dass die dann abgezogen wurden und das Hotel stand kurz vor der Pleite auch. Weil, ja, jetzt wurde da eben nicht mehr hingefahren, das hat sich ja auch alles wieder reguliert soweit. Also soweit ich weiß, geht es im Hotel Dresden jetzt wieder gut, aber es hat eben alles Auswirkungen und es ist ganz schwer, das ganze Feld im Blick zu behalten. Und das ist auch immer ein Gesprächsthema mit einer Freundin, dass man halt ja immer nur so kleine Tortenstücke sieht und dass man, dass es eben schwierig ist, sagen wir es einfach so. Aber letztendlich kann ich euch das eben auch empfehlen. Es war sehr interessant zu sehen, wie stark doch die Position des Mannes war und wie schwach die Frauen da standen. Man musste sich halt noch mit 19 oder so noch eine Backpfeife geben lassen. Da würde heute jeder sagen, hier, spinn's wohl, wenn nicht Schlimmeres. Aber damals war das halt noch gang und gäbe. Die Prügelstrafe in den britischen ja. Internaten, in den Privatschulen, ist, glaube ich, erst Ende der 90er gefallen. Das hatte ich jetzt irgendwie, Quisserwissen, aufgeschnappt. Ich habe nur gedacht, es ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Also, naja, aber okay. So, aber dazu, auch zum Mars-Buch, werdet ihr noch in nächsten kürzlich gelesen, denn dann gibt es auch alles kompakt, dann habt ihr die Story, das wird dann nochmal kompakt besprochen. So, ich habe noch angefangen mit Aloha im Herzen. Ja, ich weiß, der Titel ist für mich geschrottet. Also das, hat sie so ein bisschen nach Elvis Presley an. Ja, du hast recht, ja. diese Filme, die er damals gemacht hat. Auch wenn mir jetzt kein richtiger Elvis-Filmtitel einfällt. Ich glaube, einer hieß sogar irgendwas mit Aloha. Ich habe mit dem Buch angefangen. Ich bin aber noch nicht sehr weit. Und dann kam diese Schönheit, die hier auf dem Tisch liegt, kam mir dann auch noch in die Quere. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal hinten angestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie zeitnah ich wieder rangehen werde. Aber ich denke, ich habe es jetzt im Hinterkopf, dass ich es lesen will. Es ist sehr schön geschrieben, meiner Meinung nach. Es geht halt um
Hawaii und es spielt zwar auf zwei Zeitschienen, aber es geht auch noch um das Umfeld der letzten Königin von Hawaii. Und erst im Rahmen des Sina-Quizzerin kam ich darauf, dass Hawaii tatsächlich Könige hatte. Und das war auch meine erste Frage, wie die haben Könige gehabt? Ja, ich war völlig, ne? Überlege gerade, ob ich es noch rauskriege, wie die letzte Königin hieß. Nein, kriege ich nicht mehr. Aber die Könige damals hießen, wenn ihr Dragon Ball Z oder Dragon Ball mal gesehen habt, Kamehameha, was ich sehr strange fand, dass das halt daher kam. Und ja, deswegen war ich jetzt einfach sehr interessiert, als mir dieses Buch in die Augen gefallen ist in der Onleihe. Und ich habe es mir ausgeliehen, weil man ja auch über diese Reiseliteratur, also wenn es an bestimmten Orten spielt, halt unheimlich viel erfährt. Und gerade in diesen, wie gesagt, ich bin nicht sehr weit, aber ich war schon auf dem Mauna Kea, auf diesem riesigen Vulkan, wo dann auch diese ganzen Stationen aufgestellt sind. Es spielt in einem rosafarbenen Hotel, ich glaube Royal irgendwas. Ich, wie gesagt, das sind jetzt die Sachen, die mir ein bisschen entfallen sind, die einzelnen Begriffe. Aber das war damals eine Außenstation. Es war das Western White House für FDR. Der hat nämlich eine Zeit lang auch von Hawaii aus regiert, was ich nicht wusste. Und so, nicht, dass das jetzt in dem Buch vorkam, aber ich google dann halt nebenbei ganz gerne. Aber das ist jetzt im Moment so ein bisschen auch der Schauplatz und es geht halt um eine Frau, die sich selber auf einem der Bilder in so einem Museum, ich glaube in dem Schloss, es sieht nicht so schlossmäßig aus, wie ich es mir auch vorstelle, auf Hawaii halt sich sieht letztendlich auf dem Bild und ja, davon jetzt irgendwie auch nicht loslässt, dass da eine Frau ist, auf so einem alten Bild, die aussieht wie sie selbst. Und die gehörte halt zum Hofstaat der letzten Königin von Hawaii. Und ja, also ich finde es sehr interessant und ich denke, ich werde da auch irgendwann weiterlesen. Ich habe jetzt jedenfalls schon damit angefangen. Nur dann kam mir die Schönheit dazwischen. So, ich zeige euch jetzt auch eine Schönheit. Abends, spät um 6, kocht die kleine Hex. So, und natürlich, ich habe gesehen, oh, das ist ein Neuzugang. Sofort Kralle ausgefahren und rangezogen. Hexen. Und ich finde die kleine Hexe sehr süß. Sie ist grünlich im Gesicht. Das habe ich jetzt ja auch schon mit Hexen gemacht, dass ich so etwas halt gemacht habe. Und es sind wirklich tolle Illustrationen da drin. Ja, die Illustrationen, also sehenswert ist es auf alle Fälle. Ich fand die erste hier total beeindruckend. Ist total toll. Das ist die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also alleine von den Illustrationen lohnt es sich. Den Text finde ich jetzt nicht Bombe. Nicht weiter erwähnenswert, sage ich mal so. Mir Textstellen daraus vorgelesen. Es ist ja auch nicht viel. Findest du jetzt diese Reime gelungen? Und ich würde, also ich finde die Reime nicht besonders gelungen. Sie sind nicht so einprägsam wie zum Beispiel beim Struwwelpeter. Ich komme da jetzt auch nur drauf, weil Sina gesagt hat, mein Gott, ich habe jetzt erstmal gesehen, wie viel Reime ich aus diesem Struwwelpeter kenne. Ja, warum? Weil ich da immer schnell bei der Hand war. Und ich habe das Buch auch mindestens 20 Jahre nicht mehr gelesen, aber die haben sich halt festgesetzt. Ich glaube nicht, dass das hier so der Fall sein wird. Ich wurde halt sehr mit dem Struwwelpeter nicht unbedingt erzogen, aber sogar mein Vater hatte die Sprüche aus dem Struwwelpeter drin. Ich habe mich so zu Tode gefürchtet damals vor dem Daumenlutscher. Ihr wisst ja, der Konrad sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Das kriegt unser Hund jedes Mal zu hören, wenn er allein zu Hause bleiben muss. Nicht, dass er Konrad nicht jedes Mal, aber doch, aber es wird immer zitiert, Konrad sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Und wisst ihr, wo das auch vorgekommen ist? Damals in der Schwarzwaldklinik, da hat, glaube ich, war das die Gabi Dohm oder die Frau von dem Sascha Hehn, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hießen, verzeiht mir das bitte, aber die hat dann ja auch immer gesagt, wenn sie ausgegangen ist, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber auf alle Fälle, ich gehe aus und du bleibst da. Also es geht hier einfach um eine kleine Hexe, die halt beim Zaubern zwischendurch niesen muss und der Zauber geht eben nach hinten los und das Ganze muss dann wieder aufgelöst werden. Es ist ja auch nur so dünn. Also ganz ehrlich, es ist ein Anschaubuch. Es ist ein Bilderbuch. So ist es. Und das
Von den Illustrationen, von den Glitzern, Sternchen, ich weiß nicht, ob ihr seht, dass sie glitzern. Wie hießen nochmal dieses Ding, was einen irre macht, weil der dieses Bilderbuch, das wir uns mal ausgeliehen haben, Hasenrasen mit dem Bus? Ja, Hasenrasen mit dem Bus. Da kriegt ihr irgendwann einen Schaden, wenn ihr immer Hasenrasen mit dem Bus, aber es spricht sich schön. Das ist genau wie der kleine Hebelmann, der ja auch immer, ich weiß nicht, was ruft er immer schneller oder irgendwas, ruft der Hebelmann ja, aber gut. Ja. Du jetzt nochmal oder ich jetzt nochmal? Ja, ich jetzt nochmal. Jetzt kommen wir zu der Schönheit, die ich gerade lese. Ich habe jetzt 100 Seiten gelesen und ich muss sagen, sie gefällt mir auch inhaltlich. Also das hier ist die Schönheit und sie hat einen Schnitt, der ganz drumherum geht. Und ich finde, durch diese Briefe, das hat so was Hogwarts-mäßiges, was mich total angesprochen hat. Die Farbwahl finde ich toll. Es sieht so ein bisschen antiquiert aus. Es geht auch um Schreibmaschinen. Es spielt nicht in unserer Welt, sondern in einer anderen Welt. Es geht um Götter, die halt in einem sehr großen Streit liegen und es geht um eine Göttin, die durch Musik halt die jungen Menschen, also junge Männer und Frauen rekrutieren kann und es geht um eine, deren Bruder an die Front gereist ist und sie jetzt halt Journalistin ist und es verschwinden Leute an der Front und so weiter. Und es ist halt ein Fantasy-Buch, es hat sehr, sehr schöne Einfälle. Ich habe gestern nur gedacht, das wäre es jetzt für Ma, dass die Häuser, weil sie auf den Gräbern teilweise von alten Göttern gebaut sind, haben sie durch die Magie der Götter halt ein Eigenleben. Und so gibt es verzauberte Häuser. Ich weiß nicht, ob das Buch so geeignet für dich ist. Das war lieber. Ja, ne? Ja. Jetzt so, wo ich 100 Seiten drin bin, es ist ein Zweiteiler. Der zweite Teil erscheint, glaube ich, im Juni. Und ich glaube, ich sehe das gerade nicht richtig. Zeig mal her. Ja, ich habe eine Trivial Pursuit-Karte. Das macht sie mit meinen Spielkarten. Quisser durch mit und durch. Mit meinem Trivial Pursuit. Ich hoffe nur, dass es da auch wieder reinkommt. Also, jedenfalls ist es bis jetzt sehr, sehr schön. Es ist einfach eine Schau dieser Aufmachung. Es ist so wahnsinnig toll. Ist da ein Haar von mir oder dir eingeklemmt gewesen? Von dir. Zweifelt. Ja, und wie gesagt, es gefällt mir halt auch von der Atmosphäre her. Ich mag im Moment die Charaktere, ich mag die Erzählweise. Ich bin jetzt im Moment aber auch ein Jahr raus. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so übersättigt von wegen, was geschrieben wurde, sondern... nicht mehr so verwöhnt, ne? Nee, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Vergleiche, die ich gerade so ranziehe. Und es ist nicht mehr, dass ich halt die Sachen... Ne, ich habe jetzt ein bisschen Abstand. Aber ich finde das wahnsinnig schön geschrieben. Ich fühle mich absolut wohl in dem Haus und oder jetzt da denke ich wieder an das Haus, das er sein Eigenleben hat, wo er drin wohnt. Es gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. Also 100 Seiten drin und ich bereue es nicht, es zu lesen. Es sind natürlich, vorne steht gleich drin, wegen Triggerwarnung. Ich kann es euch gleich sagen, also es ist Tod- und Trauerbewältigung, es geht um größere Kämpfe, wie ich es euch ja gesagt habe, mit detaillierten Beschreibungen von halt Angriffen und Alkoholismus, Verkehrsunfall und Erbrechen. Ja, das sind so die Triggerwarnungen, die hinten drin stehen. Okay, davon bin ich sehr gefreut. Ja, ich muss sagen, dass ich mit den Triggerwarnungen, das ist ja auch so ein Streitthema, ob Triggerwarnungen sinnig sind oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut. Natürlich ist die Frage, inwieweit man Triggerwarnungen bei einem rausgeben sollte, weil man nicht abhärtet. Aber manche Leute sind einfach so am Ende ihrer nervlichen Kapazität, dass ich es sehr gut finde, dass man sich überlegen kann, ob man sich diesen Dingen jetzt stellen will oder eben nicht. Und das mag ich an den Triggerwarnungen, aber das ist halt, ich verstehe beide Seiten, aber ich bin halt tatsächlich diejenige, die es schätzt, dass es solche Seiten gibt wie Does the Dog Die, wo die Leute halt sagen, okay,
sind da triggernde Sachen drin oder eben nicht. Und ich finde, dass es eine sehr, sehr schöne Sache ist, die wir sensiblen Leutchen füreinander halt tun können, dass wir halt in dem Sinne waren. Und dann sage ich jetzt nochmal, die Bibliothek der Hoffnung ist schwerer Tobak. Es ist nicht leicht. Ihr werdet da mit allerlei Fürchterlichkeiten konfrontiert, auch mit detaillierteren Beschreibungen. Also nochmal mit Vorsicht zu genießen, obwohl ich euch das als fetten Buchtipp verkaufe. Ja, dann bin ich mit meinen Sachen durch und du hast jetzt noch zwei Sachen, die du im Moment liest und ja. Und aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Ich finde das gerade nicht ganz so gut, aber das erste Mal hatten wir ganz aufgenommen. Dann haben wir den Rest nochmal aufgenommen. Jetzt war aber jetzt kein Ton da. Also Anlauf Nummer 3, das ist jetzt ein bisschen tückisch, weil man will ja nicht zum Wiederholungstäter werden und alles doppelt, dreifach, vierfach sagen. So. Man weiß nicht, was man gesagt hat und was nicht. Ja, und das ist ja, wenn wir jetzt nochmal das sagen würden, was wir in der ersten Aufnahme und in der zweiten Aufnahme über diese Bücher, dann wirkt das auch irgendwie, ja, so wie so ein, das wirkt dann komisch. Es leiert im Kopf. Jetzt wird es wahrscheinlich sehr viel kürzer werden, als wir es eigentlich geplant hatten. Und die Gespräche, die wir zu den Sachen haben, werden jetzt auch nicht mehr da dran sein. Aber es ist ja auch okay. Egal. Also, nein. Ich zeige euch jetzt dieses Prunkstück. Ihr seht, nicht nur Sina kann hier jetzt angeben mit ihrem. Ist ja nicht unser, es muss ja wieder in die Bücherei. Jedenfalls lese ich gerade Thief's Gambit. Wer alles gewinnen will, muss alles riskieren. Gambit wird jetzt wahrscheinlich auch sehr beliebt sein, so im Titel nach dem Damen-Gambit hieß das doch, glaube ich, ne? Mhm. Ja, das war ja ein großer Erfolg. Also jetzt Thief's Gambit. Und hier geht es halt um ein 17-jähriges Mädchen, die von klein auf an von ihrer Mutter und von ihrer Tante eingeimpft bekommen hat. Vertraue keinem, du kannst nur der Familie trauen. Und es geht hier halt um so Diebesdynastien, die gegeneinander antreten müssen. Worum genau, das erkläre ich euch dann alles in der Rezension, in diesen kürzlich gelesenen Büchern. Ich denke, so werden wir das wohl machen. Ich bin jetzt auf Seite 153. Sie ist jetzt schon in diesem Wettkampf drin. Und was ich da gerade sehr interessant finde, sie muss halt gegen andere Jugendliche aus anderen Diebesriegen halt antreten. Als Gewinn gibt es einen Wunsch, der erfüllt wird. Und es kann alles erfüllt werden, außer dass man Tote von den Lebenden zurückholt. Also solche Sachen. Also wie der Genie das bei aller Wollte ich gerade sagen, im Disney-Film, was waren die drei Dinge? Genau. Einmal, ich kann niemanden in dich verliebt machen. Ja. Ich kann niemanden von den Toten auferstehen lassen. Und es gibt keine weiteren Wünsche. Außer den gewünschten. Genau, das war's. Ja, das ist so Trick 17. Ich wünsche mir tausende andere Wünsche. Und beim 999. wünsche ich mir nochmal einen Sack hinterher. Schön, wenn es so funktionieren würde. Und du bist für immer mein Genie. Ja. Ja. Also, ja, und hier wird es jetzt eben für Ross oder Rosalind heißt sie eigentlich sehr interessant, weil, was heißt interessant? Sie muss halt Erfahrungen machen, die sie bislang nicht gemacht hat. Denn es ist nun mal ein bisschen schwierig, wenn da so ein richtig schweres Teil geklaut werden soll und sie soll das alleine machen. Funktioniert natürlich nicht. Das heißt, sie muss sich, ob sie will oder nicht, halt eben auch mal mit anderen zusammentun. Aber da sie ja alle Rivalen sind um diesen Preis, um diesen Wunsch, der erfüllt wird, sie erkennt die Tücke natürlich sofort. Wem kann ich trauen, zumindest für diesen einen Deal? Und wem kann ich noch nicht mal bei diesem einen Teil halt trauen? Ist ein bisschen wie bei Project Runway. Das ist ja eine Sendung, die wir ja tatsächlich auch so ein bisschen. Ne? Und ja, da gab es dann noch, gab es doch immer dann diese Team-Challenges, wo sie sich zusammentun müssen. Ja. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, mit mir wäre das Hauen und Stechen. Das würde nicht gehen. Zwei Leute, die kreativ sind, zwei Leute, die gewinnen wollen, die zusammenarbeiten wollen und dann der eine verwirklicht sein, beide müssen mit dem Entwurf zufrieden sein. Und es geht um richtig massig viel. Also da, naja, meistens ging es ja auch daneben, dass die Leute sich richtig genial zerzofft haben darüber. Aber das halte ich schon. Da muss man schon jemanden finden, der wirklich sehr auf der gleichen Wellenlänge ist. Ansonsten dominiert der eine das Ganze und von dem anderen ist gar nichts mehr drin. Ja, also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Vor allen Dingen, weil sie ja alle eigentlich Einzeltäter sind. Okay, sie haben immer eine Familie oder eben
also eine Dynastie oder beziehungsweise sie haben halt ein Unternehmen wirklich dahinter. Aber die Aufträge in der Regel erledigt man schon alleine. So, und jetzt müssen sie halt auch mal zusammenarbeiten. Vor allen Dingen, sie hat damals schon mal Erfahrungen gemacht, sehr schlechte Erfahrungen, wie sie 9 Jahre alt war, mit einer anderen Diebin, die auch jetzt antritt. Also die beiden sind sich schon mal nicht grün. Ja, und jetzt muss sie sich halt auf sowas einlassen. Ich bin gespannt, wie sie das macht. Ich finde, es ist spannend gemacht. Ich meine, so ein Einbruch in ein Museum. Hatten wir bei St. Trinians bei dem Film, ne? Sind die auch im Museum? Ja, die sind im Museum eingebrochen. Ja, ich habe so ein bisschen an Ocean 11 gedacht. Den mochte ich auch total gerne. Es war ja auch so ein Diebesfilm oder ganz spektakulär. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, wo sie dieses Auto oben aus diesem... Ja, mit Ben Stiller, Aufschiffsgangster oder so. Sind ja diese Heist-Movies. Ja, ja. Sowas mag ich ja gerne. Ich mag sowas, gucke sowas durchaus mal ganz gerne. Aber Lesen hat eben seinen Vorteil. Ich kann mir das alles halt so vorstellen, wie ich mir das in meiner Fantasie zusammenbastel. Da wäre ein Film vielleicht sogar enttäuschend. Ja, also da bin ich sehr gespannt, ob sie es wirklich schaffen wird, sich da einzubringen, ob man, ja, und nach welchen Kriterien wird ausgesucht. Ich weiß jetzt, wie sie zusammengewürfelt werden. Da ging es dann jetzt nicht nach Vorlieben und Abneigung oder wer kann was am besten. Denn natürlich, jeder ist halt auch ein Meister in vielleicht bestimmten Fähigkeiten, was ein anderer vielleicht nicht so gut hinkriegen könnte, der andere Stärken hat. Ich lasse mich überraschen. So, dann lese ich noch Tod auf Provenzialisch. Und ich habe gedacht, super Idee. Du hast auf deinem Sub noch 3 Bücher über die Provence Krimi und vorne das Cover, das kommt dir bekannt vor. Also habe ich mir das ausgeliehen bei der Online, habe aber jetzt schnell feststellen müssen, dass es der zweite Teil von einer Reihe ist und dass meine Reihe natürlich nichts mit der Reihe wiederum zu tun hat. Dumm gelaufen, Lavendelfeld und Bäume noch irgendwo im Hintergrund. Hat halt gepasst. Ja. Aber was ich sehr interessant fand, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, ich mache das ja sehr gerne, ich habe gerne Google nebenbei offen und gucke mir an, wo das spielt, wenn nach Möglichkeit, wenn es eben reale Schauplätze sind. Und die Provence, das wusste ich nicht, ist nicht nur für Lavendel bekannt, sondern dort wurde auch an mehreren Orten halt auch Ocker abgebaut. Also die Farbe, ihr wisst, Ocker, dieses grünliche, bräunliche Zeug. Das wurde halt aus diesem roten Sand, der da ist, diese rote Erde, wurde der halt rausgefiltert. Und jetzt ist jemand gestorben, ein Künstler, und wahrscheinlich ist er vergiftet worden. Und da gibt es ja dieses hübsche Museum, das ich leider bei Google nicht finden konnte bislang. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, ein Ockermuseum. Und da steht in einer Vitrine, schön fest verschlossen, stehen halt die ganzen giftigen Dinge. Und da gibt es reichlich von, denn Farben waren damals ja schon eine gefährliche Sache. Da gab es Cadmium oder Blei, das in Pudern vermischt war. Und es gab so etwas auch wie scheeles Grün oder, wenn man das, den deutschen Begriff halt benutzen möchte, Schweinfurtergrün. Und das Zeug war echt giftig, weil da Arsen drin war. Und man hatte ja auch lange Zeit spekuliert. Napoleon Bonaparte hatte ja auch so einen Flink zum Grünen hin. Er hatte ja auch ab und zu mal so einen grüne Uniform an. Oder die Tapeten waren halt grün, gerade auf St. Helena, dass er sich da vielleicht mit vergiftet hat. Und wenn man erstmal den Blick dafür hat, also nicht den Blick direkt, sondern Google hatte den Blick für mich, gibt es bei Scheeles Grün auch ein Beispiel von einem Selbstporträt von Vincent van Gogh und der ganze Hintergrund ist schön grün und klar, es war Schweinfurter oder Scheeles Grün. Mittlerweile ist so ein Zeug natürlich verboten, also das gibt es so nicht mehr. Aber wer weiß, wir dafür irgendwo. Ich meine mal, haben. Asbest war auch mal die Wunderfaser, ja, die überall verbaut wurde. Und ja, jetzt möchte keiner irgendwie was mit Asbest zu tun haben. Nein. Also von daher ist das dann immer so eine gefährliche Sache. Ich finde es toll, es gibt da halt auch kulinarische Sachen zu entdecken. Sie geht natürlich auch essen oder sie hat jetzt für ihre Nachbarn, sie ist ja eine Britin, hatte ich das erwähnt, das weiß ich jetzt nicht mehr, wahrscheinlich noch nicht. Also sie ist halt eine Britin, die sich da niedergelassen hat und sie hat für ihre Nachbarn gekocht, für Franzosen. Oje, oje, wenn das mal gut geht, sie sind ja die Feinschmecker Europas und sie hat halt
Beefsteak, glaube ich, gemacht oder Roastbeef und dann hat sie Yorkshire Pudding dazu gemacht. Und ja, Frage an euch, habt ihr schon mal ein britisches Restaurant hier irgendwo gesehen oder gibt es das bei euch in der Stadt? Ich habe tatsächlich noch nie gehört oder es gesehen, dass es ein britisches Restaurant gibt. Wir gehen dann heute Abend zum Briten essen. Habe ich noch nie gehört. Okay, zum Iren im Pub. Das haben wir auch schon gemacht. Aber nicht zum Briten, Essen. Zum Essen. Ja, in die Teestube vielleicht auch noch. Aber nee. Also ich Afternoon Tea. Ich weiß nicht, die Briten stehen ja nicht in dem Ruf, die besten Köche zu sein. Und ich muss sagen, ich war ja mal in England. Und bei so einer Gastfamilie und ich fand das Essen ganz scheußlich. Ich habe mich also wirklich fast nur noch vom Porridge ernährt. Und dann halt wollte sie mir uns einen Gefallen halt tun und hatte, was war denn das? Ach, ein Kotelett, glaube ich, mit Pommes. Und oh, das war alles so ekelig. Und am schlimmsten war dieses Kotelett, das war wirklich so viel Fett und so ein bisschen mageres Fleisch. Und oh, es war eines der schlimmsten Mittagsessen, die ich je gegessen habe. Es musste halt. Viele Jahre später, man erinnert sich immer noch voll ekel daran. Ja, manche Essen vergisst man nicht. Ja, also Frage an euch. Kennt ihr ein britisches Restaurant, wo man hingeht? Oder gibt es das tatsächlich nicht in Deutschland? Das ist überhaupt mal eine Sache, die man mal googeln könnte. Erinnere mich gleich dran. Naja. Ja. Gibt es sonst noch was zu berichten? Nö, nee, ich glaube, wir nicht. Sind jetzt am Ende. Am Ende der Geduld, am Ende mit den Büchern. Ein viertes Mal bringe ich das wahrscheinlich nicht jetzt, weil man vergisst es einfach. Und irgendwie kommt immer wieder was Neues dazu. Dafür fällt was anderes weg und es verschwurbelt im Kopf. Und irgendwann weiß man nicht mehr, ob man X oder U gesagt hat. Okay, wir wünschen euch jedenfalls eine gute Lesezeit mit schönen Büchern. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye-bye. Ciao.